Jo, was geht ab, Leute, und willkommen zum neuen Video. Heute schauen wir uns mal den Markt an. Ich zeige euch, in was ihr investieren könnt und wie ihr eure eigene ÖPV-Liste bauen könnt. Wie immer, Freunde, Daumen nach oben da lassen, wenn euch der Content gefällt. Und auch gerne ein Abo, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ja, Freunde, wir kriegen aktuell sehr, sehr guten Content von EA. Ist natürlich sehr gut zum Traden. Wir haben das Mid- oder Prime-Icon-Pack bekommen, sowie ein Future-Star-Player-Pick. Das sind sehr krasse SBCs. Wir brauchen hier zwei Team of the Weeks 85er. Das hat die Team of the Weeks in die Höhe schießen lassen. Das Mid- oder Prime-Icon-Pack ist auch sehr gut bewertet vom Preis. Habe ich auch gestern aufgemacht im Stream. Deswegen könnt ihr gerne auf Twitch vorbeischauen. Ich werde heute Abend wieder streamen. Und heute haben wir auch noch die Future Star Wundertüte bekommen. Dort können wir eine Wildcard ziehen. Wir können ein Totti Nomini ziehen und einen Future Star. Ein 84er Team müsst ihr abgeben. Das hat die 84er sehr gut in die Höhe getrieben. Und ich zeige euch jetzt meinen Transfererlös von den letzten zwei Tagen. Und ihr seht's, 940.000 Münzen. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Und dafür schauen wir uns auch meine Transferliste an. Und hier sind wir schon. Wir haben hier einmal zwei Icons. Die habe ich gestern Abend geflippt. Dann haben wir hier drei ÜV-Verkäufe und wir haben sehr, sehr, sehr viele Informs, die ich alle damals für 11k geholt habe. Die habe ich bei 11k gecallt, dass ihr die mitnehmen sollt. Die habe ich jetzt alle für 20.000 Münzen ÜV weggehauen. Die für 16, 17k, die sind schon früher weggegangen. Traoré habe ich auch hier 33 ÜV weggehauen. Die 82er für 19,5. Also man kann sagen, durchschnittlich für 20k habe ich alle Informs weggehauen. Also fast mein Einsatz verdoppelt. Und was ich jetzt mit den Münzen mache, das zeige ich euch jetzt. Dafür gehen wir erstmal auf Footbin und schauen uns die Informpreise an. Die Billo-Informs sind aktuell so bei 13k. Wir haben ja ein neues Team of the Week bekommen. Das hat die Preise auch nochmal ein bisschen fallen lassen. Und hier ab dem 81er Rating sind wir so bei, ja, sagen wir mal 14.000, 15.000 Münzen. Wenn ihr mich fragt, ob es sich lohnt, jetzt in die Informs zu investieren, würde ich größtenteils nein sagen. Die Low-Rated Informs sind auf jeden Fall zu teuer aktuell, wegen den ganzen SBCs, die wir draußen haben. Sobald die SBCs ablaufen, werden die Informs wieder sinken. Ich persönlich würde jetzt vermutlich bis Sonntag warten und dann dort wieder erst die Informs einkaufen, weil da halt die meisten Leute ihr 3er Informs-Set ziehen. Und das auf jeden Fall nochmal dafür sorgt, dass die Informpreise gut nach unten gehen. Es kann natürlich sein, dass in den nächsten Tagen wieder ein geiles Upgrade-Pack rauskommt, wo die Informs wieder gebraucht werden und dann könnten die wieder ein bisschen anziehen. Allerdings finde ich das zu spekulativ, da würde ich eher auf die Safe-Schiene gehen und die stelle ich euch gleich vor. Genau dasselbe, was ich gerade zu den Informs gesagt habe, zählt auch für die Goldspieler. SBC-Futter ist gerade sehr teuer, allerdings kriegen wir jetzt auch in den nächsten Tagen wieder geile SBCs. Wir kriegen noch einen Prime Butragueño, wir kriegen einen Prime Drogba mit R9, Badia Schiller als SBC. Zeige ich euch auch nochmal gleich die Karte. Hier habe ich euch nochmal seine Karte rausgesucht. Dann kriegen wir Kamara als SBC, Saliba als SBC, Guendouzi Moments als SBC, Gouye als SBC. Hier habe ich euch auch nochmal diese vier Karten rausgesucht. Was ich euch damit sagen will, es kommen noch sehr, sehr viele Player-SBCs auf uns zu, die wirklich sehr attraktiv sind. Vor allem R9 könnte dafür sorgen, dass nochmal die Preise gut anziehen. Allerdings ist meine Prediction, dass die Preise dann wieder fallen, sobald der R9 draußen ist, weil der viel zu teuer sein wird. Ich denke mal, unter 5 Millionen wird er niemals kosten. Und dann werden sich die wenigsten den machen. Deswegen würde ich auch von Gold-SBC-Futter erstmal die Finger lassen. Ich habe euch von SBC-Futter abgeraten. Ich habe euch von Informs abgeraten. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, in was soll ich investieren? Und dafür schauen wir uns nochmal kurz genauer die SBCs an, die rausgekommen sind. Die Partybag-SBC. Da könnt ihr eine Winter Wildcard ziehen. Da könnt ihr eine Toti Honorable Mentions-Karte ziehen. Oder einen Future Star. Der Future Star Player Pick. Da könnt ihr jede beliebige Special Card ziehen, wenn dieser Spieler in einem anderen FIFA-Teil eine Future Star Karte hatte. Das bedeutet, dass Special Cards, die eigentlich out of Packs waren, jetzt wieder quasi in den Packs drin sind. Und das hat zur Folge, dass diese Special Karten auf jeden Fall krass sinken. Schauen wir uns beispielsweise einen Koundé an. Der ist rausgekommen, hat über 200k gekostet. Hier knapp 300. Der war dann in den Packs, ist natürlich gesunken, weil der zu ziehen war. Aber dann, hier an diesem Freitag, ist er out of Packs gegangen. Dabei bei 218.000 Münzen. Wie gesagt, hier in diesem Zeitraum war er nicht mehr zu ziehen. Und ihr seht den Graphen, der geht langsam nach oben, weil diese Karte zum einen immer seltener auf dem Markt wird und zum anderen natürlich eine sehr beliebte Karte ist. Und deswegen ist Koundé von 218.000 Münzen auf hier 235.000 Münzen gestiegen. Und hier seht ihr nochmal den Graphen vom Dienstag. 235.000 Münzen, so wie ich es eben gesagt habe. Dann ist allerdings dieser Future Star Player Pick rausgekommen. Und zack, Koundé fällt auf 214.000 Münzen, also um 20.000 Münzen gesunken. Er ist also nur aufgrund von Panik um 20.000 Münzen gesunken. Und immer wenn ein Spieler aufgrund von Panik sinkt, steigt er die Stunden darauf wieder an. Und das seht ihr hier, um 19 Uhr war er bei 210.000 Münzen und dann am Abend wieder bei 225.000 Münzen. Und was ist heute passiert? Die Partybag SBC ist rausgekommen, wo er zu ziehen ist. Und zack, sein Preis droppt wieder. Ich habe mir jetzt Koundé für 190.000 Münzen geholt und ich habe den für 230.000 Münzen überteuert draufgestellt. Hier seht ihr ihn auch nochmal auf meiner Liste.
Ich habe ihn natürlich mit dem Shadow geholt, immer wenn ihr teure Spieler kauft, am besten mit dem Chemistry-Style. Und ich bin mir sehr sicher, dass ich den spätestens am Wochenende wegbekomme. Das, was ich euch jetzt mit Koundé erklärt habe, gilt natürlich auch für die anderen Special-Karten. David Alaba, er war auch wieder am Steigen, ist jetzt auf 39k gesunken. Auch den habe ich für 36.000 Münzen mitgenommen und jetzt überteuert draufgestellt. Ich bin mir sehr sicher, dass er am Wochenende weggeht. Und dieses Prinzip könnt ihr für fast jede Special-Card anwenden. Es gibt allerdings auch Spieler, die vermutlich noch weiter sinken werden. Und so eine Karte ist zum Beispiel auch David. Ich erkläre euch jetzt auch warum. Wenn wir uns nochmal den Graphen von Koundé anschauen, sehen wir, er sinkt die ganze Zeit, bis er out of packs geht und dann steigt er. Wenn wir uns allerdings mal den Graphen von David anschauen, sehen wir, er sinkt zwar, bis er out of packs geht, allerdings, wenn er dann auch out of packs ist, droppt er einfach weiter. Und deswegen würde ich mich von David distanzieren. Dasselbe gilt natürlich auch für die Winter Wildcards. Die sind auch gerade in der Party Pack zu ziehen und hier genau dasselbe machen wie bei den Totti Nomini Karten. Ihr sucht euch eine Karte raus und schaut euch den Marktverlauf an. Spinazzola ist, bis er out of packs gegangen ist, erstmal gesunken. Das ist ganz normal. Aber danach müsst ihr euch mal den Graphen anschauen und ihr seht, langfristig gesehen geht er immer nur nach oben. Wir haben natürlich immer mal kleine Einbrüche. Hier kam der Leak raus, dass Winter Wildkarten in den Packs sein werden. Aber wie gesagt, langfristig gesehen geht er nur nach oben. Und der war bei 220.000 Münzen, bevor jetzt diese ganzen krassen SBCs gekommen sind. Jetzt seht ihr, Spinazzola kriegt man bestimmt für 190.000 Münzen gesniped. Und den habe ich mir jetzt auch geholt für 190.000 Münzen. Ich stelle den für 230.000 Münzen drauf. Wie gesagt, mit einem Chemistry-Style snipen und Richtung Samstag wird er auf jeden Fall wieder steigen. Das Ganze könnt ihr natürlich nicht nur mit Winter Wildcards und mit den Totti Nominis machen, sondern natürlich auch noch mit den Spielern, die jetzt in diesem Future Star Player Pick drin waren. Hier seht ihr eine Liste mit allen Karten, die zu ziehen waren und mit denen gilt genau dasselbe Prinzip. Mit denen könnt ihr auch easy traden. Alexander Arnold zum Beispiel könnt ihr euch easy einpacken, der ist gerade unter 90.000 Münzen. Und der war die Tage davor auf 110.000 bis 120.000 Münzen. Der war hier auf einem guten Weg nach oben. Dann kam wieder ein Leak raus, ist wieder gesunken, dann wieder gestiegen. Also mit dem macht ihr auch nichts verkehrt. Den habe ich selber auch auf der Liste. Und wenn ihr jetzt nochmal einen Schritt weiter gedacht habt, könnt ihr diese Liste mit den Winter Wildkarten bzw. mit den Totti Nominis kombinieren. Tierney zum Beispiel könnt ihr in beiden SBCs ziehen. Der ist so krass gedroppt. Der ist bei 64.000 Münzen. Ich denke mal, der wird sogar noch etwas sinken heute Abend. Aber ihr seht den Graphen davor, er ging wieder nach oben Richtung 80.000, 90.000 Münzen. Da kam hier wieder die Leaks, der ist gesunken. Hier dann wieder gestiegen. Der hatte sogar seinen Peak bei 90.000 Münzen. Ihr seht es, vor zwei Tagen war der noch bei 90.000 Münzen. Und dann, wie gesagt, kamen die ganzen SBCs. Und er hat halt jetzt so viel Supply bekommen, dass er jetzt auf 64.000 Münzen gesunken ist. Ich denke mal, der wird sogar noch etwas weiter sinken. Aber auch den könnt ihr euch easy einpacken. Der wird zu 100% wieder steigen. Und hier zeige ich euch nochmal meine aktuelle Liste. Ihr seht, ich habe noch über 800.000 Münzen. Die werde ich auf jeden Fall auch noch investieren. Und jetzt habe ich nochmal einen Trading-Tipp für die Leute, die vielleicht etwas weniger Münzen haben. Und dafür schauen wir uns das Future Star Team 2 an, was jetzt rauskommen wird am Freitag. Wir kriegen zum Beispiel einen Petri, einen Lacroix, Grafenberg, Wirtz, Dacker. Und was ihr jetzt macht, ihr sucht zu diesen Spielern einfach billige Links raus. Zum Beispiel holt ihr euch für Petri einen Dembélé, ist der Strong Link. Wichtig, die Goldspieler müssen natürlich auch gute Karten sein. Also wenn ihr da irgendwie einen Piqué holen wollt, dann geht ihr in die falsche Richtung. Für Lacroix zum Beispiel holt ihr euch einen Barbo oder Roussillon. Und wenn ihr nicht wisst, welche guten Links dieser Spieler habt, dann öffnet ihr zum Beispiel Wirtz, geht hier auf Links, drückt da drauf und dann werden euch hier Perfect Links, Strong Links und Weak Links vorgeschlagen. Wir schauen uns natürlich nur die Perfect und Strong Links an und wir haben hier drei Hero-Karten, die packt ihr euch auf jeden Fall ein und stellt die ÜV auf die Liste. Klostermann ist auch ein sehr geiles Investment, weil er linkt zu Adams und zu Wirtz. Und so sucht ihr euch eure Spieler raus, ihr kauft die dann mitten im Chemistry-Style, ganz wichtig, Chemie-Stil nicht vergessen. Und dann stellt ihr die ÜV auf die Liste. Ja, Freunde, ich denke mal, für jeden war jetzt was dabei. Wir hatten was im Low-Budget-Bereich, wir hatten was im Mid-Budget-Bereich, wir hatten was im High-Budget-Bereich. Ich hoffe, ihr habt verstanden, wie ihr euch jetzt eure ÜV-Liste aufbauen könnt. Und wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr die gerne in die Kommentare stellen. Wenn es was Ausführlicheres ist, könnt ihr mich auch gerne hier auf Insta anschreiben. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir sehen uns heute Abend im Stream. Macht's gut, Leute. Haut rein und ciao, ciao.